Was geht ab, Jungs? Was geht? Was geht? Danke, danke. Ich dachte mir, Jungs, ich reagiere heute wieder auf Memes, weil ich dachte mir, Bruder, ja, warum soll ich auf irgendwas? Ich finde auch nichts anderes. Bruder, Memes bockt. Ich habe mir heute ehrenlose Memes ausgedacht. Bruder, das Bild hat mich direkt angesprochen. Ibrahim Tatsis sagt mir Safi, Bruder. Ich glaube, hier bin ich richtig. Hier bin ich richtig, Bruder. Und ja, gar nicht so viel reden. Bismillah, let's go. Jungs, ey, ich fühle mich hier gut. Ich fühle mich hier gut. Ich glaube, das spricht mich an. Das spricht mich an, 100%. Stadın dışında, ağaçların üzerinde Allah korusun. Dikkat etmek lazım. Diese Türken, Bruder, valla, die, anstatt dass sie Geld zahlen für diese Fußballding, die gehen auf Berg, Bruder, die gehen auf Wald, die gucken von da diese Fußballmatch. Ich habe damals auch gemacht, da gab es mal so eine Monster-Truck-Show. Bruder, ich war der Erste, der auf Auto geklettert ist, ich habe so hochgeguckt. Die wollten 50 Euro pro Eintritt, wie sehe ich aus, Bruder? 50 Euro pro Eintritt haben wir nach oben. Damit hat man damals diese Einkaufswagen voll gemacht von Rewe. Allah kabul etsin. Das heißt so viel wie, also möge Gott das akzeptieren, so mäßig. Okay, der wird auch Geld. Bald kommen noch Obdachlose, glaubt mir. Die sagen, ich brauche Kleingeld, du sagst, ich hab nix. Die sagen, mit Karte geht auch, die halten dir diese Dinge vor, diese Düt-Düt. Oh. Aha. Den Jani, was erwartet er? Was denkst du, dass... Jani, ich frag gar nicht, Walla. Scheiß drauf. Der Peach am Nachrüben. Wenn die Katze nicht gleich was ehrenlos macht, ich sag euch ehrlich, eine Sache, ich mag Katzen. Aber Katzen sind manchmal richtig ekelhaft, Bruder. Ich geb der Leckerli, die kommt zu mir, ich streichel die ein paar Mal, ich geb der Leckerli, diese Leckerli ist leer, die springt von diesem Bett weg, die rennt um ihr Leben, du ekelhafte Katze. Jani, wenn ich was da hab, auf einmal du kommst, wenn ich nichts hab, du gehst. Ekelhaft, Walla, ich hab mich gerade selber erschreckt. Was er die Polizei einfach fragt, okay? Das Parken auf dem Radweg stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Ist das Frankfurt? Ja, eine ganz kurze Frage, aber nicht persönlich. Sieht aus wie Frankfurt. Ganz ehrlich, ich kenne das vom Film, zum Beispiel so, wenn Polizisten sich zum Beispiel durchfallen in irgendwelchen Tests, dann landen die auf dem Fahrrad oder sowas. Ist das war schon eine freiwillige Entscheidung. Polizisten? Egal, egal. Kurz mal Usain Bolt geworden. Ah, sick dich. 10 meiner Kollegen haben Angst vor Hunde, Bruder. Die werden schon alle weggerannt. Ja, bei Polizei und so, die haben große Eier. Wenn ein Hund kommt, die rennen um ihr Leben. Was denn? Ein schickes Auto, aber dann so eine olle Jeans. What the fuck? What the fuck? What the... Das ist doch nicht echt. Lon? Okay, krass. Ich dachte, der Witz hat angefangen, der fällt dann noch runter, Bruder. Hüfte, cruising down the west side, highway, in meine Tiefkühltour. Boah, ich wurde geblitzt mit iPhone. Oh! In meine Tiefkühltour. Jungs, einmal, ich hab Mittelfinger gezeigt. Ich mach diese Mittelfinger weg. Es blitzt. Hätte ich diese Mittelfinger eine Sekunde länger gehalten, ich hätte Strafe nicht 10 Euro bekommen, nicht 20, ich hätte 1000 Euro Strafe bekommen. Ich schwöre bei Gott. Walla Bilaf, guckt bei Internet. Boah, ich wurde geblitzt mit iPhone. Okay. Führerschein ist weg. Einfach Tayyip Recep Erdogan sitzt im türkischen Café. Zum Hihihaha. Erdogan einfach Gaststätte. Hihihaha, Bruder, der chillt da. Der sah aus wie Erdogan. Du musst dich wieder zu drehen. Kamera nicht ernst bleiben können. Ja, einer stöhnt. 100 pro. Wo bist du wieder? Ich mag's nicht ganz so hoffentlich. Wieder Partys mit Jungs, ja? Haben die da. Haben die da Nüffe? Haben die da Lines gemacht? Achso, fake Kokain. Ich dachte, die Nüffe da. Auf Shem und Darby. Wie viel Geld würdet ihr abheben?
Oder wenn du bei dem 10 Euro abhebst, da sind auf einmal 1000 Euro minus, Janne. Was macht der denn da? Wartet mal kurz. Wartet mal kurz, ganz kurz. Wartet, ganz kurz. Alhamdulillah. Danke an all die Gesundheit gesagt haben, Bruder, das brauchen wir gar nicht zu reden. Der macht Tattoo lieber, anstatt eine neue Socke zu kaufen. Mach mal weiter, Bruder. Hallo. Was Mila über den Krieg denkt. Oh. Okay. Hä? Ah, als ob das, als ob das wichtig wäre, ich verstehe. Was hat der gemacht? Oh mein Gott, was ein ekelhafter Walla. Sieht aus wie Marokkanisch, Bruder. Der dreht durch. Walla, der dreht durch. Ich finde das auch irgendwie eklig, ich sag euch ehrlich, Jungs. Ich weiß, 2G plus, dies, das, aber Bruder, wenn du jetzt nicht geimpft bist, Bruder, die wollten mich nicht mal Hotel reinlassen. Ich durfte nicht mal am Tisch essen, ich durfte nicht, weil ich nicht geimpft war, meine Räume. Ich bin durchgedreht. Ja, egal, Bruder, ja, nee. Ich bekomme gleich einen Knacks. Oh, oh. Ah! Ekelhaft. Das geht in die Hose. Das geht nicht, das geht dick in die Hose. Hat er alles gefickt? Bei Allahs 99 Namen. Walla, 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 walla. Allah, der Allmächtige, soll niemanden den morgigen Tag erleben lassen, den ich liebe. Bruder. Alle sollen sterben, die ich liebe, wenn diese Geschichte gelogen ist. Bruder. Ey, das ist wirklich so. Der Lehrer kommt rein, der sagt so, gute Ausrede hast du dir da ausgedacht. Der Bus ist nicht zu spät gekommen. Sagst du, doch, der ist zu spät gekommen. Und der andere Schüler daneben, also nein, der Bus war eigentlich genau perfekt da. Du kleiner Hund. Sag doch wenigstens, dass er nicht da ist, Janne. Bei mir war der doch nicht da. Ekelhafte Menschen. Nicht mal hier hat man Glück. Was will der da machen? Oh, du lustige Bismillah. Ey, ich hab mich gerade selber erschreckt. Wallah, was war das? Entschuldigung. Ich dachte, da kommt ein Kollege. Ach, man wollte Scheiße. Auto waschen. Perfekt, was machen wir jetzt? Frag mal den Fahrer, was willst du jetzt machen? Kannst du jetzt so nach Hause fahren, ne? Bruder, ich hätte diese Gova genommen, diese Eimer. Ich wäre nach Hause gegangen, hätte voll gemacht mit Wasser. Ich hätte einfach irgendwas. Hauptsache, das geht weg. Das muss weggehen. Wollte nur flexen. Walla, verdient, was flexst du vor Kamera, Bruder, Jani? Was soll das? Bist du Kind oder was? Flex der vor Kamera. Stuttgart, da steppen einfach zwei Ratten aus der Küche raus. Halt deine Fresse. Bei wo? Burger King? Ah! Wo? What the fuck, Digga? Jungs, Stuttgart, Burger King. Ich will nichts sagen. Am Ende, ich krieg Anzeige von Burger King an meiner Rüben. Egal, egal. Baba. Genießt euren Whopper, Bruder. Aha, türkisch Oma. Warte mal, ist es das, was ich denke? Was macht die da? What the fuck? Es sind doch immer diese Omas so, pass auf dich auf, Oma, malum, malum, mach nicht so, mach nicht klauen, malum. Die klauen selber, Bruder, Wallah. Jede Oma hier, die Türken und so, jede Oma sieht so aus. Bruder, Wallah, man fühlt sich direkt heimisch, wenn man so eine Oma sieht. Ich denke mir direkt, das ist meine Babanne, die klaut da gerade, guck. Meine Oma, Bruder! Digga, das kommt noch dazu. Hier ist einfach ein Kerl eingesperrt in diesem Teil und er schreit die ganze Zeit rum. Digga, das ist ganz hart hier. Ich weiß nicht, was hier gerade abgeht.
Frankfurt ganz anders, Jungs. Ja, nee. Kommen da mir Leute an, die sagen, Nürnberg ist so, Stuttgart ist so, so, Bruder, komm mal nach Frankfurt, die sind alle gefickt. Der eine wirft Stein auf. Ach, egal, egal. Das geht nicht, dass das Ding ist. Ich ruf meinen Anwalt. Was war denn das gerade hier? Das ist absolutes Handverbot. Nee, das geht nicht. Ich steige jetzt ein direkt. Ich gehe. Schreiben Sie nichts auf. Ich hab ihn ja schon. Warum? Nochmal, weil Sie im absoluten Handverbot stehen. Ich rufe meinen Anwalt. Warten Sie. Ich mach Spaß. Das ist gar nicht mein Auto. Schönen Tag. Der hat hier komplett hops genommen, Bruder. Das muss ich auch mal machen. Wallah, ich mach das auch einmal. Allah in Jesus, ich hab zwei... Chinesin bekommt ihr Päckchen von... Pakete für Sie? Ja. Sizin yüzünüzden bütün şey bize kaptı. Ja. Allah sizin cezanızı versin, ne? Keine Übersetzung, Jungs. An alle, die nicht Türkisch verstehen, bitte nicht. Ich werd nicht sagen, was der gesagt hat. Auf keinen Fall. Okay? Ja. Danke, tschüss. Allah und Jesus. Puh, In Türkei, wir haben auch Schafe, die machen auch immer so. Du machst alles deutlich, du machst so. Alle so. Und einer macht so. Von hinten hörst du auf einmal so einen Husten, wie ein Mensch. Die machen so. Wie ein Mensch, genauso. Dankeschön, Jungs. Hat Spaß gemacht. Like da, Link ist oben in der Videobeschreibung. Ich hab schon davor geliked, Baba. Baba Videos, bleibt dran. Stabil. Haut rein, Jungs.